Finale, Finale! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Esports FC 24 mit dem Finale im Oranje BK. Auf geht's! So, auf geht's! Ach, natürlich wieder bei Ajax. Thema, nämlich dieses eine Spiel, dieses Finale. Die Spannung ist mit Händen greifbar. Wir sind live bei dieser Partie aus der Johann Cruyff Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Auf geht's, wenn du nicht wieder so Glückstore kriegst wie im letzten Spiel. Das letzte Jahr ging an. Ja, komm, Alter, tritt ruhig noch ein paar Mal zu. Böse, böse. Nee, diesmal gibt es dann Dreckgeld. Ich hätte mir zugetraut, dass er sagt, ja, noch einmal dann. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in diese Partie. Marco Reus, ach, ich habe ja Yeti gar nicht drin, ne? Naja, ist egal. Kein Abseits! Kein Abseits! 1-0! Marco Reus für PSV, der 14. Marco Reus, dein letztes Pokalspiel! Er trifft zumindest mal! Die Niederlage gegen Feyenoord könnte Ajax wieder so ein bisschen in die Saison gebracht haben. Man hat zu Hause gegen Volendam verloren und jetzt nochmal Feyenoord. Man ist diese 9 Punkte Vorsprung los. 3 Punkte sind es noch. Aber das juckt die heute gar nicht. Die wollen diesen Titel haben. Die wollen sich eventuell vom Trainer mit dem Titel verabschieden. Schiri, der hat schon gelb. Er gibt gelb für Bergwein. Der ja schon im, ich glaube, letztes Jahr flog, glaube ich, Bergwein vom Platz mit Rot. Avila. Scheiße. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Bergnis. Chance zum Tor. Bergkuis, Bergwein, Bergnix da. Gio. Reus. Reus. Reus, Reus kann sich durchsetzen. Reus 2-0, 28. Minute. Das wäre der zweite Titel für Marc van Bommel, wenn das Ding hier durchgeht. Nochmal die Entstehung dieses Tors. Marco Reus ohne Probleme am Bewacher vorbei. Und dann dieser wuchtige Schuss, da gibt es am Ende nichts mehr zu halten.
Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Abseits. Abseits von David. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen. Boah. Angelinho. Der sich durchsetzt, durchmarschiert. Angelinho. 3-0. Marco Reus. 4:33. Ajax wird gerade hier abgeschossen. Wie gesagt, letzte Saison haben sie schon 7-0 verloren gegen PSV. Jetzt sind sie schon wieder 0-3 hinten. Da ist das Tor nochmal. Da ist der Dreierpack. Der Fehler in der Vorbereitung von Ajax. Angelinho kann durchmarschieren. Tanzt da ein bisschen rum und dann steht es auf einmal Reus frei. 3-0 innerhalb von 19 Minuten. Ein lupenreiner Hattrick. Wieder Angelinho. De Rosso. De Rosso. Schönes Ding. Marschiert da durch. De Rosso. Und der geht knapp vorbei. Boah, das muss ich sagen, gegen Richie Bank, gegen Badu, Basur, nix da, kein Foul. Boah, ey, drüber. Wo war da noch jemand dran, der drüber geschossen nur? Ey, da, wo war das jetzt wieder in der Ecke? Der köpft den übers Tor? Gib mal eine Ecke, aus der Ecke muss natürlich das Tor fallen. Erst der Alu-Treffer und dann dieser herrliche Schuss, starke Technik, nimmt den Ball direkt und drin ist er. Also ich verstehe nicht, wo der den Ecke her hat. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Den Ball hatte. Also, puh, ich habe keine Ahnung, Alter. Also ich habe nur gesehen, dass der den drüber schießt, aber da war... So, dann, Keyball. Ich weiß nicht, ob da noch mal dran war. Das könnte die Gelegenheit geben. Robbe. Robbe und der Keeper hält. Das ist jetzt eine Ecke, ja. Aber dass der... Wie gesagt, der Feuer. Und ich keine Ahnung, kann meine Ecke. Da kommt die Ecke. Ja, ganz energisch, mal ist raus. Pause. Pause. Die erste Spielhälfte. Also 7-0 wird es definitiv nicht. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. 7-0 wird es definitiv nicht werden. Glück gehabt. Angelinho noch mal. Mit. Der war alles mit Reus für die Schnellgenug sein, oder? Nee. Reus ist halt kein Sprinter mehr. Aber er ist halt einer, der da vorne steht und macht und tut. Und ich habe ihn Ablöse freigekriegt halt. Das ist der Vorteil. Ah, den sollte auch gar nicht dahin zu dir gehen. Der sollte eigentlich zu dem anderen Spieler gehen, der da frei reingelaufen ist. Novoa läuft da durch. Lozano. Ich bin immer noch ein bisschen pissig wegen dem Gegentor. Ich weiß nämlich nicht, wie es gefallen ist. Reus. Reus. Am besten ein Tor. Tor Nummer 4 für Marco Reus. Ajax wird zerschossen heute. Zumindest statt jetzt. Wir kennen das ja mit FIFA und so. Die können das immer ganz, ganz gut. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss.
Sosa. Ávila. Das war doch nichts. Klar, die marschieren da durch, können da mal machen. Und dann laufen sie einfach mal durch. Eigentlich war alles im Griff hier. Da. 5, 6 Mann gestehen gelassen, kein Problem. Lächerliche Nummer manchmal. Lozano. Ich bin noch nicht zu 100% überzeugt, dass wir das Ding. Wir müssen jetzt wieder weiter noch ein Tor machen. Lozano war kein Abseits. Lozano! Ja, fick dich doch, ey. Das kann doch nicht sein, dass der auch drängt. Egal, der macht einfach mal ein bisschen Tänzchen und schießt auch mal noch ein Tor. Schauen auf die Wiederholung. Ja, wenn der so perfekt kommt, dann ist er nicht zu halten. Tolles Tor. Ich kann es nicht. Kotz mich einfach nicht mal an, wie du solche Dinger kriegst teilweise. Tänzchen, nochmal 6 Mann stehen lassen, kein Problem. Machen wir so. Lozano. Mach ihn doch rein, mach ihn rein! 9 Minuten sind hier noch. Schade. Da sind zu viel Platz bei diesem Rennen. Er hat den Ball eine schwierige Situation. Das wäre gefährlich geworden, aber Gott, ja. Schade, dass sie nicht noch so ein schönes Eigentor fabrizieren. Die beiden trennen ja nur ein Tor. Geht da noch was? Ja, er wurde ja auch geschenkt, das Tor. Mal 4-1 geführt und dann macht er mal Tänzchen bisschen. Boah! Nur boah, das ist aber keiner mit dabei. Zumindest mal, nee, schade nicht. Nicht mal eine Ecke. Oh Gott sei Dank. 7 Tore gibt es auch diesmal. Diesmal nur 4 für uns. Am Ende ist es wurscht. Was für ein Triumph, was für ein Spiel. Nervenstark, spielstark. Und am Ende einfach auch besser, konsequenter, kaltschnäuziger. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Was eine Spitzenmannschaft braucht. Absolut, sie haben. Diesmal haben wir es dann knapper gemacht. 4-1 geführt und dann kriegst du noch 2 so Dinger rein. Am Ende ist es wurscht. Hauptsache wir haben 3 Punkte. Ja, 2 Punkte wir haben. Hauptsache wir haben das Ding, haben den Pokal. Zweiter Pokalsieg. Die einzigen, wenn ich es jetzt richtig sehe, die so ein bisschen Haltung bewahren.
auch die Fotografen, da ist auch so ein leichtes Wippen spürbar. Ansonsten wackelt hier das Podest. Ja, bei dem Erfolg hier oben bei uns wackelt die Tribüne. Alles wartet auf den großen Moment, wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt. Und yeah! Yes! Ach, das sind einfach schöne Bilder. Herzlichen Glückwunsch. Da bitte, jetzt geht's zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde tanzen sie vor dem eigenen. Ne? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Womit wir denn hin? Super Erfolg, super Erfolg. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Johann Buschmann, metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung. So, Hauptsache, wir haben es geschafft. Egal wie, am Ende Pokalsieg haben wir, den zweiten jetzt. Ja, wir murren uns momentan so durch. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir haben jetzt 3 Punkte. Ja, wir haben 3 Punkte Vorsprung, weil klar, weil diese Niederlage dabei war. Gegen Feyenoord. 3 Punkte Vorsprung. Es wird also quasi nochmal ein enges Finale. Ich hätte es eigentlich schon eher anders erwartet. 3 Siege brauchen wir noch. In der nächsten Folge hoffentlich fangen wir damit an. Verpflichte einen Spieler in der Youth Academy. Warte mal, ich muss jetzt gucken, dass ich mir noch mal ein Dings gucke. So, Büro. Ich wollte jetzt gucken, ob ich Mittelfeldspieler noch verpflichte oder was? Linker Stürmer ist ein Stürmer, ne? Da habe ich auch keine momentan. Ach, hier haben wir noch einen. So, dann haben wir das auch geschafft. So, gucken wir mal gerade ganz kurz was. Nicht speichern. Gut, Feierabend heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel bei Herakles Almelo.